So, ich würde mal sagen, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei dieser Mission Meteor Herd von Knuckles. Wir müssen mal wieder drei Splitter des Master Emeralds finden. Die ganzen anderen, die wir bisher gefunden haben, sind ja in der vorherigen Sequenz leider aus dem Shuttle geflogen. Grrr. Mann, Mann, Mann. Und jetzt können wir wieder anfangen, alles zu suchen. Das macht Spaß. Unglaublichen Spaß. So, ich werde zuerst mal hier hochklettern und schauen, ob da oben irgendwelche Emeralds zu finden sind. Ich kann euch direkt im Voraus sagen, dieses Level wird sehr zeitaufwendig und frustrierend werden. Zum einen, da es diesen Doppelsprung-Bug gibt, mit dem ich hin und wieder runterfallen werde. Und zum anderen ist dieses Level enorm. Es ist einfach enorm groß. Es bedeutet so viel wie, ich kann mit jedem Emerald wahrscheinlich einmal hier nach oben, einmal nach unten, einmal dreimal im Kreis rennen und so weiter. Da wird es wahrscheinlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dieses Level. Aber so wie es aussieht, haben wir schon einen ersten Hinweis auf den ersten Emerald. Wow, nice. So, gehen wir mal auf diese Plattform hier und klettern nach und nach nach oben. Mit dieser Rakete können wir uns da diesen Schalter öffnen. Und das war jetzt übrigens nicht. Oh. Das war jetzt übrigens nicht geplant, dass ich mir da direkt den Schalter öffne. Ich wusste nicht, dass ich damit den direkten Weg freischalten kann. Warte mal, wie komme ich da hoch? Ich muss hoch genug springen, aber es reicht nicht. Das ist nicht gut. Dann, darauf gab es doch irgendwie so ein Sprungdingens, kann das sein? Hier haben wir den grünen Signalgeber, beziehungsweise grünen Signalton, und hier oben sind wir drauf. Gut. Blöder Meteorit. Blöder, blöder, blöder Meteorit. Dann gehen wir hier drauf und wenn wir diesen Schalter drücken, dürfte das Teil hier nach oben fliegen. Genau, perfekt. Das heißt, wir springen, solange der Schalter noch aktiv ist, der ist, glaube ich, zeitbedingt hier hoch und versuchen den Emerald zu finden. Was sagt er uns zu sagen? Nahe einem Mond mit einer rotierenden irgendwas. Habe ich nicht mehr lesen können. Du krepierst. Geht doch. Die Viecher sind so ziemlich die nervigsten Gegner, die es gibt. Da haben wir einen Emerald. Nice. Next. Ich fliege erstmal ganz nach oben, um zu schauen, ob der nächste nicht ganz oben ist, denn es ist gut möglich. Ich werde übrigens auch alle Gegner töten, die ich hier finde, denn selbst wenn der Emerald im Moment nicht angezeigt wird bei uns, könnt ihr dennoch von solchen Viechern hier in Besitz genommen worden sein und dass die ihn trotzdem fallen. Ich habe keine Lust, später nochmal runterzuhüpfen, um den nächsten Emerald zu holen. Aber so wie es aussieht, hatte ich recht. Hier oben ist tatsächlich noch einer. Wow! Also, das nenne ich mal wirklich Glück, dass wir den gerade gefunden haben, der durch die Gegend fliegt da oben. Wir haben sogar ein Perfect bekommen dafür, dass wir den Emerald gefunden haben nach so kurzer Zeit, obwohl er gar nicht in unserer Suchleiste ist. Wow! So. Schauen wir noch weiter, vielleicht gibt es hier oben ja noch einen Emerald. Aber so wie es aussieht, bezweifle ich das. Jo. Dieser Gegner hat ihn wohl nicht, den letzten. Aber was soll's, stirb. Jo. Dann können wir, würde ich mal fast sagen, nach unten gehen. Ich werde hier ein wenig Ausschau halten, während ich runterfliege. Also hin und wieder mal ein bisschen stoppen, durch die Gegend gleiten. Denn man kann nie wissen, wer weiß. Vielleicht ist da ja irgendwo noch der Emerald. Hier hinten vielleicht? Mal schauen. Aber so wie es aussieht, ist in diesen Containern kein Emerald. Und auch hier vorne scheint sich nichts zu verbergen. Wie sieht's hier hinten aus? Nein. Okay. Hier unten haben wir Ringe. Nice. Wow, das wäre mal einer der wenigen Emeralds, die auf dem Boden zu finden sind, falls er denn auf dem Boden zu finden ist. Hier drin irgendwo? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Boden und rennen außen rum. Hey, hoffentlich finden wir den jetzt genauso schnell wie die anderen beiden. Das wäre echt großartig, dann haben wir dieses Level abgehakt. Das ist eins der langwierigsten und ich würde fast sagen, langweiligeren Level in diesem Spiel. Auch wenn es natürlich trotzdem vom Flair ziemlich cool ist. So, hier drüber. Hey, ich habe gesagt drüber. Danke. So. Außenrum rennen ist langweilig. Hast du uns irgendwas Wichtiges zu sagen, du da? Schwebender Stein über einem Mond. Oh. Ich habe das Gefühl, als dass wir gerade unberechtigterweise hier runtergefallen sind, beziehungsweise herunterfallen wollten. Was hast du uns zu sagen? Hoffentlich nicht auch wieder so ein Tipp, der uns irgendwo anders hinlenkt. Die Spitze von Ark. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt nicht wirklich wieder da hoch, oder wie? Erstmal schauen nochmal. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher.
über einem Stein mit dem Mond. War das nicht seine Plattform, wo wir da drauf waren? Da war doch auch ein Mond drauf. Und es sah aus wie ein Stein. Wie auch immer. Was hast du uns zu sagen? Tipps sind in diesen Leveln extrem wichtig. In einem Stein auf einem Mondsymbol auf der höchsten Plattform. Da waren wir doch. Den haben wir uns doch schon geholt. Oder? Ha. Das wird ja wohl die Frage sein. Aber mittlerweile sind wir, denke ich, schon einmal außen rum gerannt. So schade es ist, der Stein ist wohl nicht hier unten und leicht zu finden. Hm. Ich meine, wir können hier unten den Boden irgendwie aufmachen mit einem Schalter. Vielleicht ist da ja der Stein. Ein Versuch ist es wert. Mal schauen. Ich werde hier nach oben gehen und erstmal den Schalter suchen. Ich bin mir gar nicht mal mehr sicher, ob der überhaupt da unten war. Aber wie auch immer. Schauen kostet nichts. So. Da ist vielleicht was drin. Nö. Wohl nicht. Da ist eine Rakete, die uns nach... Ah. Wieso? Kann mir jemand sagen, wieso zur Hölle ich da immer hochgeklettert bin, anstatt einfach mal meinen Kopf zu benutzen und diese Rakete zu verwenden? Boah. Ich wusste bis eben gar nicht, dass ich die verwenden kann. Die habe ich in meinen ganzen Playthroughs von dem... Playthroughs, nicht Playthroughs. Ich muss das TH richtig aussprechen. habe ich gar nicht benutzt in meinen Let's Plays. Let's Plays, sage ich schon. Playthroughs. Und damit wohl sehr viel Zeit eingebüßt. Hm, wo ist der Letzte? Kannst du dich nicht einfach zeigen? Das ist so ein Vieh. Wir haben den zweiten so schnell gefunden, da könnten wir doch wenigstens jetzt den letzten noch finden, oder? 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 Bitte? So. Dann schauen wir halt nochmal da oben. Vielleicht ist da tatsächlich nochmal einer. So. Wie ihr möchtet. Klettern wir nach oben. Ja, okay. Wieso bin ich vorher runtergesprungen? Kann mir das bitte jemand sagen? Ich, intelligentes Wesen. Ich glaube, diesen Spruch habe ich schon mehrmals von mir gegeben zum Thema intelligentes Wesen. Ja, dieser Stein über dem Mond, den sie genannt haben. Hüpf! Okay, das machen wir anders. So! Her mit dir, Steinchen. Tada! Das nervige Level beendet. Wow! Mal schauen, was das für ein Rank wird. Ich glaube, so extrem schlecht habe ich mich gar nicht angestellt. Hm. Hey. That was tough. Spiel, du bist nicht nett. Definitiv nicht. Wie soll ich denn hier einen besseren Rang machen? Also, noch viel schneller kann man das Level doch gar nicht schaffen, oder? Oh, Mann. Emblem Nummer 14 und wir hatten diesmal wohl keine Chaobox, soweit ich mich erinnere. Das heißt, auf den Chao-Garten müssen wir verzichten. Was macht Rogue hier? Rouge, nicht Rogue. Was sag ich denn? Long time no see, treasure hunter. Did you find my emerald? That's a good one. Your emerald? Talking to you is a waste of time. Oh, oh, oh. Boss, Rouge. Erstmal hole ich mir Ringe. Das habe ich schon gelernt. Ich brauche Ringe. Oh, Kamera, dreh dich nicht so doof. So. Ey, wenn ich dich angreife, dann sollst du mir nicht... Sollst du mich dich treffen lassen, ja, gefälligst. Was ist jetzt los? Cool. So. Diese Musik ist definitiv nice. Wow, getroffen. Gut. Die Musik ist gut. Die macht Spaß. Wobei, jetzt ist sie nicht mehr so gut, wie ich sie, wie sie gerade war. Komm schon, Rogue. Rouge. Rouge. Wieso sag ich Rogue? Ich bin definitiv zu sehr bei WoW mit meinem Kopf. Dich zu treffen, ist ziemlich heftig. Beziehungsweise nicht so einfach, muss ich sagen. Wirklich. Das, erst recht, wenn sie alles da oben in der Ecke abspielt. Verdammt nochmal, ey. Kannst du vielleicht einfach mal getroffen werden von mir? Wo bist denn du überhaupt? Okay, nach oben klettern. Ja, jetzt ist die Musik wieder gut. Ich sollte nicht versuchen zu singen, denn das hört sich schlecht an. So, Boden ist wieder da. Macht dir was aus, um mir getroffen zu werden, bitte? Ah, wie soll ich die denn nochmal treffen? Das dauert ja Ewigkeit. Das geht ja mal gar nicht. Ey, dass die das immer abblocken muss, wenn ich versuche, sie zu schlagen. Oh, ey. Nicht mich angreifen. Geht doch. Ah, mit dieser Attacke kann ich sie wohl anständig treffen. Ringe, 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 her mit den Ringen. Nein.
Wie? Nur noch einmal? Wo bist denn du? Rouge! Wey, Hilfe! Was war das? Was ist das? Was macht die? Ach, ich glaube, ich erinnere mich. Das konnte man auch im Multiplayer machen. Da konnte man seine Mitspieler mit Ringen angreifen. Das hier ist wohl irgend so eine blaue, blau-schwarze Explosion. Die kommt. Wey, weg hier! Kann der Boden wiederkommen. Ich würde übrigens gerne wissen, wo du bist, Rouge. Ich sehe dich gar nicht. Und ich will nicht stehen bleiben, weil sonst triffst du mich. Nein, 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 nein. Uah. Ich kann nicht fliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Uah. Ring, 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 ring. So, jetzt, da bist du. Krepier jetzt. Krepier, ich brauche Ringe. So. Kannst du bitte sterben einfach? Bitte. Gut. Bam. Geht doch. Aber relativ knapp, wenn ich mich noch einmal getroffen hätte, dann... Wobei, nee, ich habe noch zwei Ringe. Okay, mein Fehler. Schade, dass es... Wobei, nee, in dem Fall ist es nicht schade, dass es keine Ringe gibt. Yo, Rap-Musik, Alter. And give me back my emerald. What are you babbling about? You call yourself a hunter, attacking a lady? Shame on you. What kind of lady goes around stealing gems anyway? Those belong to me. What in the world? Keep your hands to yourself. Don't touch me. Is that how you say thanks to someone who just saved your life? Saving my life? Don't think I owe you one. You just wanted to hold my hand, didn't you? That's why you saved me. This isn't a joke, you man. Think what you want, Batgirl. I was saving the Master Emerald. No matter what you say, it sounds crazy. What? Fine, then just take them. They stink like echidnas do. If that's what you thought, you should have given me them in the first place. Whoa, the Master Emerald. Cool. Finally. What? I'm sorry if I hurt you. We should get going. Aha, entwickelt sich da etwas? Naja, ich möchte jetzt nicht näher auf irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen bzw. zwischentierliche Beziehungen eingehen. In der Raumkolonie, Cannon Countdown, 41 Minuten. Now saving. Aber ich glaube, das gehört nicht dazu. Crazy Gadget, beeil dich und finde Eggman. Stage 15. Mit Sonic, hurra, okay. Boah, Crazy Gadget, ich erinnere mich dran, dass diese Map crazy war. Los, Omochao, sag mir was. Tails und Amy sind in Gefahr. Wow. Beeil dich, Sonic. So, du stirbst, ich schnapp mir Ringe und ich halte mich hier fest und du stirbst auch. Danke. Kann ich die schon zerstören mit Sonic? Nee. Okay. Die Schalter kann ich mit B betätigen und die ändern. Ja, das Level, cool. Das Level macht Spaß. Die ändern die Schwerkraft. Das heißt, der Pfeil sagt mir, in welche Richtung ich gleich fallen werde, nachdem ich diesen Schalter betätigt habe. Allerdings muss ich mich, intelligent wie ich bin, erstmal richtig vor den Schalter. Nein, 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 nein. Diese Gegner sind die unfairsten, wenn die einen festhalten. Unfairer als diese Viecher sogar. So, hier dran. Danach gehe ich hier dran. Und dann gehen wir hier durch. Boah, das ist auch cool. Wenn man da kaputt bricht, fliegt man in das Vakuum rein und wird da durch solche Röhren gesaugt. Whee! Speed, Speed. Zack, zack. Und zack. Bombe berührt? Perfekt. Eine Bombe, so ein Bombenpower.